Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir eine neue Fähigkeit bekommen, und zwar können wir jetzt einen Supersprung machen. Haben auch den Liftschlüssel bekommen und ich würde mal sagen, unser Abenteuer geht jetzt weiter. Dann rennen wir doch mal schnell zurück. Denn das Abenteuer und die Gegner warten ja nicht auf uns. Aber erstmal hole ich das Item ab. Jetzt ruhig, bis wir da dran kommen. Nee. Tu mir nichts, P erhalten. Hat dein Partner 5 KP oder weniger, gehen Angriffe auf ihn eher daneben. Dass man einen Lift einen Liftschlüssel braucht. Ach, liebes bisschen. Bomba! Schau dir diese Viecher an. Komm, wir verjagen sie und suchen den Schalter. Nur für den Fall der Fälle, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Und fett. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Abhauen. Einfach. Klasse. Ah ja, nee, ist klar. Okay, in dieser Gegend scheint es nichts mehr zu geben. Gut, dann hätten wir diesen Abschnitt auch geschafft. Ich mag das Kapitel. Es ist sehr langgiebig, was ich mag. Das Kapitel ging ja so schnell vorbei. Nur für den Fall der Fälle, falls was passieren sollte. Oh, kann es ja jetzt weitergehen, ne? Hey Bomba, ich bin's, Marono, dein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst auch jetzt gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfer haben das alte Feuer mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im Ring. Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als damals, sogar stärker als jetzt. Marono. Oh, ich finde es schön, diese Nachrichten. Der Zug fährt in Kürze ab. Bereit zum Einsteigen? Yep. Abfahrt. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr.
Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Klimmerich. Der Schrank ist leer. Dann wie immer schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Morgen kommen wir an. Schade, ich habe es sehr genossen, mit dir zu reden. Komm doch mal wieder vorbei. Ich bin sicherlich noch eine Weile hier. Gute Nacht. Hätte ja sein können, dass vielleicht neue Items kommen. Oh, wie werde ich das Essen vermissen. Diese Reise war wirklich ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Wir werden alles vermissen. Morgen kommen wir endlich in Bad Klimmerich an. Ich bin so froh. Zu langes Aufbleiben ist Gift für den Körper. Ich werde jetzt schlafen. Ach ja. Er hat sich jetzt also mit Bunhela verbunden, dieser Rumpelstilzchen. Morgen erreicht mir bald Klimmerich. Und wie gefällt dir die Reise im Klimmerliner? Nun, ich denke, du brauchst gar nichts zu sagen. Dieser Zug ist einfach unvergleichlich und unvergesslich. Es ist all in one. Komm, zum Abschluss reden wir noch mit allen, bevor wir unser Zielort erreichen. Nur wer weiß, wie wir die je wiedersehen. Herzlich willkommen. Zum Abendessen gibt es das berühmte Pilzmenü. Ich bin zwar kein Experte und unser Koch ist sicher genial, aber sein berühmtes Pilzmenü ist wirklich nicht so toll. Morgen komme ich endlich mal wieder nach Hause. Irgendwie freue ich mich ja. Aber jetzt ist es schon so spät. Und du hast morgen viel vor, Luigi. Vielleicht sollten wir langsam zu Bett gehen. Ja, ich möchte mich noch überall einmal umschauen. Guten Abend. Morgen erwarten mich wichtige Geschäfte. Ich habe alle Unterlagen nochmals überprüft. Bleib nur noch morgen ausgiebig zu frühstücken. Natürlich auf Firmenkosten. Guten Abend. Weißt du, Papa und Mama, sie haben gesagt, sie kaufen mir eine Modelleisenbahn im Bad Klimmerich. Ich freue mich so. Ich wusste ja gar nicht, dass Bronzemut so fanat an Eisenbahnen ist. Im Bad Klimmerich werde ich ihm eine Modelleisenbahn kaufen. Sehr gegrüßt, Bomber. Bronzemut hat es mir erzählt. Du hast ihm gestern ein Autogramm von Lokführer besorgt, nicht wahr? Wir werden ihm auch etwas schenken, worüber er sich sehr freuen wird. Oh, schön, dass mit Bronzemut jetzt alles gut wird. Guten Abend, Mario. Danke, dass du uns in Tulpenbach geholfen hast. Genieße deine letzte Nacht an Bord und erhole dich ein wenig. Ja. Bei mir werde ich das Abenteuer hier im Zug vermissen. Diese Rätsel. Ich bin eh so ein Rätselfan. Ich freue mich schon auf das neue Professor Layton-Spiel. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen, ne? Morgen kommen wir endlich nach Bad Klimmerich. Wir müssen das Sternjuwel finden, bevor diese Typen es tun. Gehen wir schlafen, damit wir morgen ausgeruht sind. Hallo? Ich möchte einmal... ausruhen? Dankeschön. Klimmerliner, dritter Reisetag.
Und wieder ist ein neuer Tag angebrochen. Und diese Ruhe ist wirklich sehr erholsam. Ahoi Mario, das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang, Aufstehen, Sonntaguntergang in die Koje. Dieses simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Cosario vorbei und faselt irgendwas. Wir leben wie die Wilden, das ist unzivilisiert und so ein Zeug, aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du? Immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer? Passt irgendwie zu dir, Captain. Also versuch die bösen Jungs kräftig und befreie deine Prinzessin, Big Op. Wir fahren ja immer noch. Aber die Kojuten sind jetzt leer. Dann sind sie höchstwahrscheinlich alle im Speisewagen. Auch nicht. Jetzt nicht mehr verschlafen. Eben. Das ist eindeutig eine Tür, aber sie lässt sich nicht öffnen. Enttäuscht. Wo sind denn alle hin? Itemshop ist noch offen, also der ist nicht verschwunden. Wo sind denn alle hin? Guten Morgen, Mario. Ist heute nicht ein besonders ruhiger Tag? Was? An der Scheibe klebt Dreck? Ja, was ist das denn? Oh, das ist doch dieses Geschweiß aus dem Bahnhofskeller von gestern. Oh, die müssen sich in Tulpenbach an den Zug gehängt haben. Was kann man da machen? Zuerst müssen wir prüfen, wie es den Fahrgästen geht. Ich hatte hier die Stellung. Mario, kannst du nach dem Rest des Zuges sehen? Ich halte hier die Stellung. Oh boy. Ich muss jetzt ernsthaft wieder durch jede Kojute gehen. Ui, hallo? Dann machen wir das auch mal. Alle sind verschwunden. Außer Mari. Das sind aber ganz schön viele Gegner, du. Der Ladenbesitzer denkt sich auch nur so, what the fuck.
So, unten. Ah, jetzt kommen wir hier lang. Ich habe es sogar in den Zug geschafft. Oh, wir sollten sie wieder rausschmeißen. So, gleich haben wir euch. Wow, wow, wow. Ach, jetzt hauen die alle ab. Okay. Danke, Mario. Danke für deine Hilfe, auch wenn du uns verkloppt hast. Oh, als wir schliefen, da kamen diese Dinger. Ich hatte solche Angst. Wo in aller Welt kamen die denn her? Und sie haben noch viele, viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Oh, die Armen. Na dann, keine Sorge, wir holen die schon. Da gibt es ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann sich nur um Jahre handeln. Flu. Oh je, Mini. Nein, unsere Gäste. Unsere Freunde. Was für eine ekelhafte Brut. Mario, sieh nur die anderen Fahrgäste. Hilfe. Uah. Flu. Hey, dafür möchte ich ein Sternjuwel haben, ne? Luft in diesem Kampf nicht möglich. Okay, warte, dann scannen wir den schon mal. Tentakel. Das sind die Fluffies. Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. Maximal KP 50, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Sie greifen mit Tentakel an. Du kannst dem Körper keinen Schaden zufügen, bevor du nicht die Tentakel erledigt hast. Biologisch, oder? Nutze dann die Zeit, ihm ordentlich Schaden zuzufügen, bevor ihm neue Tentakel nachwachsen. Außerdem können die Fluffies wohl ihre Form verändern, was ihre Angriffskraft, aber auch ihre Angriffsfläche erhöht. Aber anstatt hier zu diskutieren, sollten wir lieber die Passagiere befreien. Uiuiui. Oh, 5 Schaden, Halleluja.
Yay. Komm, wir setzen mal Kraftmus ein. Was? Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter agieren. Ob er sich zwingt? Ja, wir tauschen mal aus. Und zwar zu Alibirdo. Ohne Bärchen und dann machen wir hier mal den Ultrasprung. Furzenschaden, halleluja. Und das hat bisschen weh. Warte mal. Maxi Beben. Oh Mist. Ich hab's ja voll vermasselt. Ja, schade. Ja, komm. Was auch immer das Wasser macht, wollte. Nein, ich hab doch gedrückt. Hey, du. Komm schon, ich brauche Heilung. Den Schaden. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Wir tauschen mal aus auf Barbara. Und dann einmal Feuerzauber. Na komm, wir machen erstmal Schattenhieb. Oh, ja, ja, ja. Abschlussbonus. Oh,
Flu. Flu. Vielen Dank. Wir hätten wir diese 3 Tage nur ohne dich überstanden. Wir sind dir so dankbar. Allen Gästen geht es gut. Das haben wir nur dir zu verdanken. Merci, Monsieur. Was wäre aus uns geworden ohne Fisch? Nein, ohne dich. Wusstet ihr eigentlich, dass er der berühmte Luigi ist? Also dann, wir kommen gleich im Berg Gemmerich an. Ihr solltet euch langsam zum Aussteigen fertig machen. Bad Glimmerich. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Der Zug wird in Kürze den Bahnhof Bad Glimmerich erreichen. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Aufenthalt im Glimmerliner. Endlich angekommen. Professor Gumbart sagte, wir sollten den Glimmertempel aufsuchen, also gehen wir. Dann gehen wir doch mal raus. Und da ja dort auch ein Speicherpunkt ist, speichern wir dort. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle wieder Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.